Herzlich willkommen bei Brendan Mundorfs Astmaphysik Astro TV. Messier 6 ist ein offener Sternhaufen im Sternbild Skorpion und befindet sich nördlich von dem Stern Lesat. Seine Entfernung liegt bei etwa 1300 bis 2000 Lichtjahren und aufgrund seines Aussehens wird dieser Sternhaufen gelegentlich auch als Schmetterlingshaufen bezeichnet. Das Einzigartige an diesem Sternhaufen ist, neben diesen vielen gewöhnlichen blauen Sternen, dieser eine orangefarbene Riesenstern. Also wenn man mit einem Teleskop oder mit einem guten Fernrohr sich Messier 6 anguckt, wird einem dieser orangefarbene Riesenstern ziemlich schnell ins Auge fallen. Dieses Objekt trägt den Namen BM Scorpii. Aber da der Alter von diesem Sternhaufen bei etwa 100 Millionen Jahre liegt und innerhalb eines Sternhaufens alle Sterne das gleiche Alter haben, lässt sich schon daraus schließen, dass BM Scorpii nicht genug Masse hat, um als Supernova zu enden. Denn die Sterne, die genug Masse für eine Supernova hätten, erreichen ein Alter von höchstens 15 bis 20 Millionen Jahre. Und BM Scorpii ist mit etwa 100 Millionen Jahren schon einiges älter. Die meisten anderen Sterne in diesem Sternhaufen, den man hier nämlich sieht, diese ganzen vielen blauen Sterne, sind gewöhnliche Hauptreihensterne der Spektralklasse B und fusionieren in ihren inneren Wasserstoff zu Helium. Die meisten Sterne von Messier 6 befinden sich wie gewöhnlich für Sternhaufen im Zentrum, also weit im Inneren. Dort liegt die Sternendichte bei 25 Sterne pro Kubikparsec. Also wenn man sich da auf einem Planeten befinden sollte und sich dann den Sternhimmel beobachtet, wird man sehr viele extrem helle blaue Sterne beobachten können. Und wahrscheinlich wäre dann der Nachthimmel dadurch so aufgehellt, als ob schon bereits die Dämmerung herrschen würde. Während jedoch im gesamten Sternhaufen die mittlere Sterndichte bei 0,6 Sterne pro Kubikparsec nur noch liegt. Daran sieht man ja, man hat im Inneren von dem Sternhaufen extrem viele Sterne und je weiter man von der Zentrale weggeht, umso weniger wird es. Das heißt, dann nimmt die Menge an Sternen schlagartig ab. Wenn man jedoch Messier 6 beobachten möchte, gibt es einige wichtige Punkte dabei zu beachten. Aufgrund der südlichen Lage von diesen Sternhaufen ist es natürlich am idealsten, wenn man sein Glück auf der Südhalbkugel versucht. Da wird man Messier 6 in nahezu jeder Nacht gut beobachten können. Befindet man sich jetzt aber bei den mittleren Breitengraden, wie zum Beispiel 50 Grad nördliche Breite, wo sich ja sicherlich die meisten von uns befinden, wird die Beobachtung sehr schwierig. Das geht dann nur im Hochsommer um Mitternacht, weil da erreicht Messier 6 am Himmel seinen höchsten Stand. Da befindet sich der Sternhaufen immerhin ein paar Grad über den Horizont. Und da kann man bei einer klaren Nacht ohne Licht und ohne Luftverschmutzung und natürlich in einer Gegend, wo sich keine Häuser befinden und man hätte sich halt auf dem Gebirgehaufen Messier 6 beobachten können. Über die sehr hohen Breitengraden, wie die Polarkreise, da braucht man gar nicht mehr über die Beobachtung von diesen Sternhaufen zu reden, weil da ist dies schlicht unmöglich. Die offizielle Entdeckung von Messier 6 erfolgte im Jahre 1654 durch den italienischen Astronom Giovanni Battista Hodierna und es wird davon ausgegangen, dass schon bereits der griechische Astronom Claudius Ptolemäus, der in Ägypten gelebt hat, Messier 6 bei der Beobachtung von Messier 7 gesehen haben könnte. Aber dies ist nur eine reine Spekulation. Wenn dies aber jedoch so sein sollte, dann wäre Messier 6 schon beinahe 2000 Jahre bekannt. Im Jahre 1764 übernahm Charles Messier diesen Sternhaufen mit in seinen Messier-Katalog und somit bekam es offiziell die Bezeichnung Messier 6. Ich hoffe, es euch das Video zu diesem Sternhaufen gefallen hat. Lasst gerne ein Like da. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Ciao.